nochmal an. Gestern wollte ich um 22 Uhr live kommen, aber ist leider was vorgefallen. Wie drückst du jetzt am besten aus, ohne dass es so komisch rüberkommt? Also, im Normalfall müsst ihr euch das so vorstellen. Normalerweise mag ich es gar nicht, über meine Probleme zu reden, weil sowas an Schwäche zollt und sowas. Und ich mag das gar nicht, wenn dann so Leute zum Beispiel Fake-Accounts machen und mich damit triggern oder was auch immer, egal was ist, okay? Ich habe gestern in meiner Story gepostet, dass ich den Stream verschiebe aufgrund einer Sache, die passiert ist. Und ich muss zugeben, diese Sache ist schon eine Nacht davor passiert, ne? Ist schon eine Nacht davor passiert. Ich bin trotzdem live gekommen gestern, weil, Jungs, ihr kennt mich. YouTube ist ein Unterhaltungsding. Ich bin hier auf YouTube live, auf Twitch live oder auf YouTube gleich Reaktion hoch, weil ich euch unterhalten möchte und euch nicht mit Problemen voll labern möchte. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist so eine Sache, weil ich möchte immer für Positivität sorgen. Also wie oft wir in den Streams lachen und so weiter, ihr wisst gar nicht, was hinter einem steckt. Ich bin real, Bruder. Ich bin real. Aber ich versuche trotzdem sehr professionell zu bleiben, weil ich habe viele Geschäfte, die laufen müssen. Weißt du, ich meine? Meine Videos müssen laufen, den Jungs muss es gut gehen, meiner Familie muss es gut gehen. Ich kann ja nicht einfach so sagen, guck mal, das ist passiert und jetzt bin ich eine Woche weg. Das habe ich aber gestern gepostet. Ich wollte jetzt 3 Tage für mich sein. Ich wollte mit niemandem reden, weil es sehr an mir genagt hat. Es ist gestern ein Bekannter gestorben, okay? Ich habe Familienmitglied gesagt, weil so, ist der Familie ist was passiert, so. Ich sehe es als, was soll ich dir sagen, Bruder? Eine Person, die ich sehr mag, dessen Vater ist gestorben. Und das hat schon, das hat mir sehr wehgetan, Digga. Das hat mir sehr wehgetan, weil ich auch die Umstände dieser Person kenne, weißt du, ich meine? Das ist hart, Bro, das ist hart. Ich kann euch immer nur eine Sache sagen, ich kenne es, Alhamdulillah, noch nicht. Also, so wie ich bei Verstand war, im Sinne von, guck mal, meine Mutter ist verstorben oder mein Opa ist verstorben. Ich war immer zu jung, als irgendjemand verstorben ist. Also als meine Oma damals verstorben ist, war ich 2. Du kriegst es nicht mit. Du spürst den Schmerz deiner Familie nicht. Wisst ihr, wie ich meine? Meine Oma ist schon damals verstorben gewesen. Jetzt, ich kenne es nicht, dass in meiner Familie jemand verstorben ist. So. Jetzt bin ich alt genug, bin reif genug so. Es gibt Menschen, mit denen ich abgeschlossen habe, wo mich das halt nicht interessiert. Ich will euch jetzt was Hartes sagen, okay? Sehr hart. Ich habe das in einem Stream schon mal gesagt. Digi, meine Oma ist verstorben, also vom Papa. Ich rede jetzt gerade, als ich 2 war, ist meine Oma verstorben, also die Mutter meiner Mutter, okay? Mit meiner Vaterseite habe ich ja nichts mehr zu tun seit 5-6 Jahren, das wisst ihr ja selber. Und ich habe euch in einem Stream erzählt gehabt, dass von meinem Vater die Mutter auch gestorben ist und es hat mich nicht gejuckt, Bruder. Ein normaler Mensch, er würde weinen, er würde Emotionen kriegen, er wäre keine Ahnung was. Weißt du, ich meine? Ich habe nicht geweint, Bro. Aber als ich dann gestern erfahren habe, guck mal, von dieser Person, der Vater ist gestern gestorben, ich sehe es als Bekannte, Bro, eine Person, die ich sehr mag und die wir auch kennen und so. Bro, das ist sehr hart, ich habe geweint, mir ging es nicht gut in der Nacht. Dann habe ich gestreamt, weil ich mir denke, okay, alles muss laufen, dies, das, deswegen war ich auch nur eine Stunde da. Bruder, ging es nicht gut und gestern hat das so krass an mir genagt. Ihr müsst euch das so vorstellen, meine Mutter ist gerade in der Türkei, meine Familie ist gerade nicht hier. Ich habe ihr gesagt, geh bitte zu dieser Person hin und geh zu der Janase in meinen Namen, weil ich hier bleiben muss. Weißt du, das ist sehr, sehr hart, eine Person in einem jungen Alter, so, sorry Jungs und Mädels, wenn man 20, 19 ist, Digga, das ist sehr hart. Die hat sowieso so schon in der Familie so schwer gehabt, weißt du, ich meine? So, und jetzt will ich euch auch erklären, warum ich das die ganze anspreche, weil es kann uns alle treffen und es wird uns alle treffen. Irgendwann werden wir alle versterben, so ist es nicht. Egal, ob wegen einer Krankheit, so, ich kann hier einen Erzerfall kriegen, ihr könnt da was machen. In eurer Familie sind bestimmt auch schon Todesfälle passiert, so, weißt du? Ich bin froh und glücklich darüber, dass ich jetzt bei diesem Verstand, mit diesem Druck, den ich hier gerade seit 2-3 Jahren, noch keiner aus meiner Familie uns verlassen hat, weil dann weiß ich nicht, wie ich reagieren würde, weißt du, ich meine? Aber guck mal, ich möchte euch eine Sache erklären, weil früher oder später, wenn ich mir auch so viel Stress mache wie diese Person, weißt du, dann kann es, ist das auch nur eine Frage der Zeit, dass ich auch krank werde, Bro. Menschen jagen das Geld. Okay? Ich jage auch das Geld, Bruder. Ich liebe meinen Job und ich jage das Geld. Warum jage ich das Geld? Ich möchte, dass es meiner Familie gut geht. Das sind Talks, die ich schon sehr oft geführt habe, aber jetzt will ich zum letzten Mal, dass ihr konzentriert zuhört, weil es gibt nichts Wichtigeres als das jetzt gerade, okay? Egal, wie viel Geld du hast, egal, wie viel Geld du machst, egal, wie viel Geld du machen könntest, egal, wie viel Geld du vererbt kriegst, ob das Millionen sind, ob das Tausende sind, Tausende Euros sind. Bro, deine Gesundheit kannst du dir nicht kaufen. Deine Gesundheit kannst du dir nicht kaufen. Deswegen, verbring Zeit mit Menschen, die ihr liebt. Diese Zeit ist sehr begrenzt. Sehr, sehr, sehr begrenzt, Bro. Diese Person, die ich sehr mag, ist sehr wohlhabend. Okay? Familie, sehr wohlhabend. Was hat's gebracht? Was hat das gebracht, Bruder? Therapie gemacht, dies gemacht. Bro, das hat mir so wehgetan. Es ist auch irgendwo ein bisschen respektlos zu sagen, aber ich sag's euch mal so. Die haben genug Geld gehabt, um diese Therapie zu zahlen. Da scheitert es schon mal als erstes. Ich sag euch nicht, was für Krankheiten, dies, das. Es ist Nebensache. Aber stell dir mal vor, du hast so viel Geld, du kannst sogar diese Therapie bezahlen, aber es bringt trotzdem nichts, Bro. Es bringt nichts. Du wartest einfach auf den Tod. Der Mann war fit. Bruder, 52 ist für mich kein Alter, der Mann war fit. Das ist 53, bin mir nicht ganz sicher, 53, 52, aber er war fit, fitter als ich, Bro. Guck mich an, Mann, okay.
Ich bin 24 Jahre alt, ich wiege 90 Kilo, habe Übergewicht, never fit, Mann. Aber wenn du eine Krankheit hast, hast du diese Krankheit. Und worum kommen diese Krankheiten? Menschen, die von Anfang an gesund sind, Jungs und Mädels. Das ist jetzt nur ein Teil dieses Chattes hier. Ich denke nicht, dass ihr alle Multimillionäre seid. Ich bin auch kein Multimillionär, Bro. Aber ich bin auf einem guten Weg dahin. Weißt du, ich meine, ich bin auf einem sehr guten Weg dahin. Und dieser Weg ist sehr steinig und auch sehr schwer. Weißt du, ich meine, und das stresst einen auch sehr. Ich habe Ziele, die ich erreichen möchte und da fangen auch schon die Probleme an. Ich gebe euch ein Beispiel. Ganz kleines Beispiel. Ich möchte mich mit so Multis gar nicht vergleichen, Bro. Aber auch ich gehe hin und investiere 300.000 Euro in eine Basic-Kollektion. Weißt du, ich meine? Hab in meinem Kopf, okay, wenn ich das Ding nicht ausverkaufe, bin ich auf 300.000 Euro hängen geblieben. Dann könnt ihr euch ja ein bisschen selber denken, wenn ich meinen Shop ausverkaufe, wie viel Geld ich verdient habe. So, aber dieser Prozess, dass du das alles planst, da hinterher rennst, da passiert was, da passiert das, Streitigkeiten, einer droht dir da, so, weißt du, ich meine? Das kann ein Mensch noch ganz schnell krank machen. Wir lachen darüber. Es entertaint euch im Chat, wenn ich mich darüber freue. Guck mal, gerade ist auch gerade eine Bestellung reingekommen. Der Shop ist ja eins vor ausverkauft sein. Sag ich euch, wie ist es von allen Teilen, ist noch ein bisschen was. Das ist mal Jobstücke dafür, dass ich diesen Druck nicht mehr habe. Was ich euch aber sagen möchte, ist, desto mehr du verdienst, desto mehr du mit Leuten zu tun hast, vielleicht dich auch mit dem Falschen hingesetzt hast, die Leute Auge machen, dich krank machen, du bedroht wirst, Bruder, dann bist du eins vor, irgendeine Krebsscheiße zu kriegen, weißt du? Und dann ist das Leben ganz schnell vorbei. So, von einem auf den anderen Tag. Was bringt mir all mein Geld, Bro, wenn morgen meine Mutter stirbt? Erklärt mir das. Ich werde dann hier sitzen in deinem Stream und irgendwann wird es passieren, Bro. Es wird irgendwann passieren. Ich hoffe, es wird nie passieren, aber es wird ja irgendwann passieren. Nicht in naher Zukunft hoffe ich nicht, aber es kann passieren, Bro. Guck mal, meine Oma, also Mamas Mama, ist gestorben mit 50, Bro. Meine Mutter ist 45. Das ist kein Alter. Sowas kann passieren. Weißt du, ich meine? So, was würde dann, was würde ich dann sitzen und sagen? Was würde ich sagen? Ja, ich habe jetzt 3 Jahre Gas gegeben, ich habe im Internet, alles schön und gut, ich habe meine Million gemacht, meine Mutter ist jetzt weg. Und jetzt? Was habe ich noch? Was habe ich noch außer euch dann? Eine Villa, wo ich alleine sitze. Super. Weißt du, ich meine? Deswegen merkt euch bitte meine Worte. Schätzt eure Familie wert. Wenn ihr ältere Personen in euren Familien habt, wenn ihr kranke Menschen in euren Familien habt, seid für die da. Nehmt euch an mir kein Beispiel, Bro. Egal wie viel Geld ich mache, Bruder, natürlich ist es wunderschön, es ist ein Business, was ich führe. Alles ist schön und gut, aber ich gebe wirklich sehr viel Gas, dass ich das in naher Zukunft erreiche, das, was ich erreichen möchte. Wo ich dann kürzer treten kann. Weißt du, ich meine? Aber ich jage keine hunderte Millionen, ich jage keine 50 Millionen, Bro. Ich setze mir ein Ziel, 2, 3 Millionen, Haus abbezahlen, Haus kaufen, dann bin ich durch, Bruder. Dann reagiere ich nur noch, dann bin ich live und irgendwann höre ich dann auf. Dann baue ich mein anderes Geschäft auf, Bro. Weil ich habe gemerkt und schnell gelernt, Bruder, mit 24, das ist gut, dass du lernst, was dein Ziel ist und was danach das Wichtige ist. Weil ich meine, eine Priorität, die du setzen musst. Dieses Leben ist vergänglich, wir können alles verlieren. Das geht von heute auf morgen, Bro. Und ich habe Respekt mit jedem Menschen, der damit klarkommt, Bro. Weil mir fehlen dann auch die Worte. Ich weiß nicht, was ich dieser Person sagen soll, weil ich es nicht kenne, dass mein Vater verstorben ist. Oder meine Mutter. Versteht ihr, wie ich das euch sagen möchte? Es ist hart. Es ist sehr, sehr hart. Und dann sitzt du da und sagst, ja, wir glauben an Gott. Alle werden irgendwann sterben, ist das. Aber Bro, versetzt mal in die Psyche dieses Menschen. Und das hat gestern mein Kopf. Und was soll ich machen? Soll ich 3 Tage offline sein? Soll ich 3, 4 Tage nicht online kommen? Soll ich rüberfliegen, da Zeit verbringen? Werde ich machen. Aber ich muss jetzt meiner Arbeit nachgehen. Ich muss jetzt diese Videos hier ganz schnell hinter mich kriegen, dass ich das hochladen kann. Und ja, dann habt ihr auf dem zweiten Kanal ein paar Videos. Und dann sehen wir uns entweder Sonntag wieder oder mal, keine Ahnung. Tut mir alle nur einen Gefallen. Happy Miss Biduaya Palum so. Auch an alle Verstorbenen an der Stelle so. Es ist hart, Bro. Sehr hart. Hat mich sehr traurig gemacht. Hat mich sehr traurig gemacht und hat mich sehr getroffen. Ich schwör's euch. Ich habe böse geweint gestern. Ich habe gestern sehr böse geweint, Bro. Es hat mir sehr weh getan. Auch gestern war ich ein Profi. Ihr habt gesehen, wie ich gelacht habe, Bruder. Da seht ihr das. Ein Mensch lacht, ein Mensch reagiert. Ich will, dass es euch gut geht. Ich möchte, wenn ich streame oder meine Videos hochlade, dass ihr wenigstens 10 Minuten, wenn ihr Probleme habt, von euren Problemen abschalten könnt. Oder 20 Minuten oder was auch immer. Nur deswegen mache ich das, Bro. Ich bin dafür da, um eure Sorgen zu nehmen. Scheiß mal auf mich, Bro. Ich verdiene auch gutes Geld damit. So ist ja nicht so. Das ist ja eine Hand wäscht die andere. Das ist mein Job, Bruder. Und ich werde auch in Zukunft, damit ihr das einmal hier merkt und lernt, ich habe das nicht gemacht, um irgendwie Reichweite zu erzielen oder was auch immer. Ich möchte einfach auch, dass ihr in Zukunft wisst, egal wen ihr im Internet verfolgt, egal wie sehr er lacht, egal was er tut, Bro, du kannst niemals wissen, was für einen Druck dieser Mensch hat, was diesem Menschen passiert, weißt du, ich meine, oder was passiert ist. Deswegen versucht immer respektvoll zu sein. Ja, auch ich mache diese Leute in den Videos zu Hunden. Weißt du, weil bei denen ist ja offensichtlich, wo sie Scheiße bauen. Also ich mache das nicht zum Spaß, dass ich sage, ey, guck mal, der. So ein einfaches Beispiel. Der Keke zum Beispiel, ja? Der Keke zum Beispiel. Bro, guck mal, was er gemacht hat für eine Frau. Ist das das wert gewesen? Stell dir mal vor, in der Phase stirbt sein Vater oder seine Mutter. War es das wert? Nein, war es nicht. Deswegen versucht immer, noch einmal, mit jedem Frieden zu haben. Habt mit jedem Frieden. Ich sage es immer wieder und immer, wenn ich mit anderen Männern oder Frauen an einem Tisch sitze oder mit den Quatschen, die mir erzählen, ja, ich habe Streit mit dem, ich habe Streit mit dem. Bro, meine Vergangenheit kann ich nicht auslöschen. Meine Mutter wurde geschlagen von meinem Vater auf Drogen, okay? Ist passiert, Bro. Meine Mutter hatte Schulden wegen meiner Familie. Wie soll ich Liebe für diese Menschen empfinden? Das geht nicht mehr. Aber es gibt auch Menschen, die haben beide Elternteile und da verzankt man sich. Und ich denke mir jedes Mal, Lan, du kleiner Idiot, sei doch dankbar, dass du diese Person trotzdem hast. Setz doch diese Leute zusammen und sag, dass sie sich vertragen sollen, weil diese Welt vergänglich ist, Bro. Diese Welt ist vergänglich. Wir nehmen nichts mit. Gar nichts.
Was bringt ein Streit? Eine Beziehung soll funktionieren, soll laufen. An einer Beziehung soll man kämpfen und arbeiten. Wenn einer fremd geht, dann ist vorbei. Da gibt's nichts zu retten, Bruder. Außer du bist dumm. Das ist ein Streit, wo man streiten kann. Aber streitet euch nicht unnötig wegen was. Verstehst du meine Scheiß auf diese YouTube-Dinge? Bezieht es nicht auf mich. Streitet nicht mit euren Freunden über unnötige Sachen. Hat er dich beklaut um 100 Euro? Denk an mich, ich wurde schon um 200.000 Euro beklaut. Hat euer Cousin euch beklaut oder irgendein Freund hat euch Dings? Mir wurden schon hunderte tausend Euros geklaut. Und immer noch bin ich hier. Ich bin hier und ich kämpfe. Verstehst du? Ich baue mir alles wieder auf und ich verdiene das Dreifache jetzt oder das Fünffache. Das Leben ist so. Geld kommt, Geld geht. Und ich mache den Ton jetzt hier aus. Ich möchte nicht, dass ihr euch diese Chiching-Witze hier macht. Was ich euch sagen möchte ist, Hanne, für alles gibt es immer einen Frieden. Verstehst du? Solange es nicht zu persönlich war, wo ihr keine Traumata erlebt habt und so weiter, gibt es für alles Frieden. Und wenn ich nur eine Person davon überzeugt habe, sich nach diesem Stream mit jemandem sich zu versöhnen, dann habe ich alles richtig gemacht, Bruder. Und dass ihr wirklich, ich weiß nicht, wie alt ihr seid, verbringt Zeit mit euren Familien. Wenn ihr jünger seid, dass ihr 13, 14, 12 seid und lieber jetzt mit euren Cousins oder keine Ahnung, wie Fortnite spielen wollt. Wenn euch eure Eltern aber mal in ins Wohnzimmer rufen und sagen, hey, lass uns doch mal zusammen sitzen, dann macht das. Dann macht das. Das sind Sachen, die selbstverständlich sein müssen in eurem Gehirn. Ich sag's euch, wie es ist. Ich war auch mal ein Kind. Und teilweise bin ich bei vielen Sachen auch noch ein Kind. Aber ich kenne das selber. Olum, Geld, Kumabu-Gelde, Besuch-Gelde. Ich gehe nicht hin. Ich gehe nicht hin. Meine Cousine ist schwanger. Sie wird jetzt in 2, 3 Wochen hier, glaube ich, ihr Kind gebären. Ich bin noch nicht hingegangen, weil mein Release diese Woche wichtiger war. Versteht ihr das? Seht ihr, wie weit ich gehe? Wie wichtig das hier ist, was ich tue? Weil meine Cousine wird mein Haus nicht später bezahlen. Natürlich werde ich zur Geburt hingehen und Dings, aber ich kann jetzt nicht. Zum Beispiel gestern ist Sonntag, ich muss streamen, Bruder. Ich kann nicht kommen. Ich kann nicht kommen. Ich kann nicht kommen normalerweise. Aber ihr seht, auch ich bin ein Mensch, ich muss da manchmal verschieben, aber ich setze Prioritäten und ich gebe ein großes Opfer damit. Zum Glück versteht das meine Familie. Weißt du, ich meine? Andere würden es nicht verstehen. Aber wir sind nun mal eine kleine Familie und die wissen alle, was ich tue. Ich versuche, jeden zu retten. Hart auf hart, stell mal vor, der hat Schulden. Dann bin ich derjenige, der 3 Jahre zwar nicht mit dir in engen Kontakt, aber hier 10.000 Euro, bitteschön. Hast du diesen Druck von dir? Weißt du, ich meine? Das war Schönes. Ich mache mich kaputt. Ich mache mich gerne für jeden kaputt. Viele verstehen das nicht, weil die nicht in diesem Business tätig sind, Bruder. Den Druck und diese Last, den ich in meinem Kopf habe, Bruder, das bringt mich manchmal um. Ich schwör's dir, Bro. Bezieht es auf euer gesamtes Leben. Ich habe damit alles gesagt. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden.